Guten Nachmittag. Infektion, was bedeutet das? Wie komme ich da drauf? Ich habe heute mal Google News angemacht wegen der Sitzung mit der Kanzlerin und da prangt es einem entgegen. Eilmeldung, RKI meldet rasanten Anstieg, über 5000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland, sagt T-Online zum Beispiel. Coronavirus-News, Bund und Länder wollen Maskenpflicht ausdehnen und neue Kontaktbeschränkungen und so weiter und so fort. So geht das die ganze Zeit. So, und jetzt nochmal, was bedeutet Infektion? Ich zeige es euch hier und dann gleich nochmal etwas genauer. Infektion wieder, Oxford Languages und so weiter. Substantiv feminin, also weiblich, die Infektion. Jetzt wird es wichtig, darauf zu achten. Das ist eine Infektion, eine einzelne ist damit jetzt gemeint. Achtung, Ansteckung durch eingedrungene Krankheitserreger, die eine lokale oder allgemeine Störung des Organismus zur Folge hat. Diese eine Infektion ist also eine Ansteckung, die eine lokale oder allgemeine Störung des Organismus zur Folge hat. Nicht die Krankheitserreger, die diese Störung zur Folge haben, sondern die Infektion ist eine Ansteckung, die eine Störung zur Folge hat. Darauf achtet man. So, ne? Wenn jetzt hier das Wort Infektion immer wieder neu gebraucht werden. Jetzt gucken wir uns das nochmal so an im Wörterbuch. Infektion. Umgangssprachlich Entzündung. Medizinjargon, Infektionsabteilung. Geh mal rüber in die Infektion, da haben sie noch welche und so weiter. Ne? So. Infektion Wikipedia. Wie schön, dass wir Wikipedia haben. Infektion. Eine Infektion, wohl neuzeitliche Sekundärbildung. Also lassen wir das jetzt mal aus dem Lateinischen. Infizere, anstecken, vergiften, wörtlich hineintun. Oder Ansteckung. Ist das? So, jetzt lesen wir es im Zusammenhang. Und diese lateinischen Erklärungen. Eine Infektion ist das passive Eindringen von Krankheitserreger in einen Organismus, wo sie verbleiben und sich anschließend vermehren. Konkret handelt es sich bei den Krankheitserregern um pathogene Lebewesen, also Pathogene, die Erkrankungen hervorrufen. Dies und das und jenes und so weiter. Ich habe das Ganze schon mal im Zusammenhang mit Krankheitserregern in einem anderen Video nochmal dargestellt. Ich werde euch das hier oben verlinken, hier oben in diesem Bereich. Hier in diesem Bereich, da sieht man das gleich. So, jetzt nochmal, was sind Krankheitserreger? Krankheitserreger, in der Medizin auch als Keime bezeichnet, sind Mikroorganismen oder subzelluläre, also halb subzelluläre Erreger, die in anderen Organismen gesundheitsschädigende Abläufe verursachen. Krankheitserreger können dies oder das oder jenes sein. Also es muss schon schädigende Abläufe verursachen. Dann sind es Krankheitserreger. Nochmal, eine Infektion ist das passive Eindringen von Krankheitserregern in einen Organismus. Und jetzt noch einen Link dazu zum Thema Exosomen. Exosomen, was ist das? Das empfehle ich dringend, um diesen ganzen Kram nochmal zu verstehen. Es geht also hier die ganze Zeit um Fremdwörterbedeutung. Und jetzt macht euch Gedanken über solche Infektionen und Eilmeldungen und über 5000 Corona-Neuinfektionen. Und dann könnt ihr was machen. Was wir schon tun, das steht in der Videobeschreibung. Mit dem Handy kommt man leicht in die Videobeschreibung. Wenn man sich das nochmal anguckt, was ich hier rechts verlinke, wird immer wieder gerne genommen, weil wir viele neue haben. Und hier könnt ihr das Ganze dann nochmal kommentieren. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag und Abend. Bis zum nächsten Video. Es wird richtig spannend heute. Bis dann. Tschüss.